Hallo, ist Marlene von Move 36. Anlässlich der Fastenzeit verzichten einige von uns auf etwas, was sie eigentlich überhaupt nicht entbehren können. Ich bin eigentlich so eine totale Naschkatze, deshalb habe ich gesagt, okay, eine Woche ohne Industriezucker. Morgen geht's los, eine Woche lang kein Zucker und Zucker ist wirklich in ganz vielen Sachen drin. Also das wird wirklich hart, weil ich in unserer Redaktion steht halt auch überall Süßes rum und ja, ich habe mir gestern schon fleißig Obst geschnippelt, was ich dann morgen mitnehmen kann. Vorgekocht ein bisschen was. Und jetzt gehen wir nochmal schön frühstücken, um das letzte Mal quasi zu sündigen. Ja, mal schauen, wie es geht. Ich nehme euch die ganze Woche quasi mit, was ich so esse. Und mal schauen, ob ich nächste Woche Sonntag sage, hey, voll gut, ich hab's gepackt. So, heute geht's los, eine Woche zuckerfrei. Zum Frühstück gibt's erstmal, wie eigentlich immer, Quark mit Müsli und Bananen. Nur der Unterschied ist, dass ich mein leckeres Schoko-Amaranth-Müsli leider austauschen musste gegen ein selbstgemachtes. Da drin sind halt ganz viele Sachen von Chiasamen bis zu Amaranth-Puffs und Mandeln und Walnüssen und sowas alles. Ja, gestern hatte ich erstmal einen Albtraum von wegen, dass ich schon heute Mittag nicht dem Burger widerstehen konnte. Ich hoffe, so schnell geht es nicht, dass ich versage. Also mal schauen, wie es heute läuft. So, zum Mittagessen gibt es gebackene Süßkartoffel und einen Salat mit Mango, Rucola und Feta. Kokosfell gefunden. Ich habe noch nie mit Käseerbsen. Ich habe immer das enorme Problem, dass sobald ich was Salziges esse, brauche ich auch noch irgendwas Süßes danach. Normalerweise wäre das jetzt ein Stückchen Schokolade oder irgendwas Ungesundes mit Industriezucker. Naja, ich muss jetzt mit meiner Mango vorlieb nehmen. So, zum Frühstück gibt es Overnight Oats mit Granatapfel. Mal sehen, ob das schmeckt. Sieht nicht so mega gut aus. Aber jetzt geht es auch erstmal zum Bolo-Seminar und da werden alle schön Schokolade essen und ich nicht. Ich möchte mal demonstrieren, wie gemein es eigentlich ist, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten und kein Zucker essen zu dürfen. Da hätten wir einmal diese leckeren, sauren Sachen, die ich jedes Mal sehe und denke, oh, könntest du ja mal in die Tüte greifen. Aber nein, geht ja leider nicht. So, und dann geht's weiter. Du hast ja nichts. Also hier gibt es nur ganz gesunde Mohrrüben. Aber dann haben wir hier diesen Schreibtisch und da sind Kekse, Schokolade und die waren extrem geil, diese New York-Knöpfchen. Und Joscha hat sich gestern einfach neben mich gestellt und sie neben meinem Ohr gegessen und das war mega gemein. Ist da nochmal Kekse für die Kamera? Irgendjemand überlegt hat, auch eigentlich will ich gar nicht gefilmt werden. Joscha, ist nochmal Kekse für die Kamera? Tschüss. So, heute ging eigentlich besser auch als gedacht. Das ist jetzt der zweite Tag, 5 stehen mir noch bevor. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich halt eine ordentliche Mahlzeit esse, und ich bin eigentlich jemand, der sehr viel isst, bin ich nicht satt, weil ich nicht das Stückchen Schokolade danach noch bekomme und habe einfach die ganze Zeit Hunger, was halt einfach richtig, richtig scheiße ist. Und ja, ich habe jetzt vorhin noch ein bisschen vorgekocht für morgen und für übermorgen, für mittags, weil da habe ich ja keine Chance, irgendwie was im Supermarkt zu kaufen oder essen zu gehen. Ja, und jetzt gibt es bei mir noch Brot mit Avocado und Was für geile Streusel da drauf sind. Also mit sowas muss ich mich tagtäglich abgeben, mit Leuten, die mir einfach Donuts vor das Gesicht halten. Das ist einfach unfassbar gemein. Boah. Oh. Uiuiuiui. Oh, wir gönnen uns. Auf Industriezucker. Wow, du bist voll der Industriezucker-Dealer. Was ist hier los? Machst du das mal nicht so offensichtlich, bitte? Das muss an der Straßenecke passieren. Das kann das. Also ihr seht, meine Kollegen sind einfach richtig, richtig unfassbar scheiße. Und ich muss nämlich hier mit meinem Quark mit Banane, Mandelmus und ein bisschen Müsli vorlieb nehmen. Es ist übrigens Tag 4. Ahnst du nicht, wie geil die sind? Halt die Klappe! Es ist übrigens Tag 4. Donnerstag, ich kriege irgendwie nicht in die Kamera zu halten. Ja, es läuft eigentlich besser als gedacht. Ich muss sagen, so richtig krass Heißhunger auf was Süßes habe ich nicht. Aber ich hätte total Bock einfach auf ein Brötchen mit Salami. Ja, gestern habe ich nicht aufgenommen. Keine Ahnung wieso. Zum Frühstück hatte ich auch nochmal so Overnight Oats, aber mit Banane. Und zum Mittag hatte ich Reis mit Gemüsecurry, eine sehr große Portion. Das esse ich aber heute nochmal, da kann ich euch das zeigen. Und ja, abends hatte ich dann halt das Problem. Ich war ganz kurz bei mir daheim, habe mir einen Smoothie gemacht und dann
musste ich leider hungern. Jetzt, wo ich gestern meinen Abend verbracht habe, ist leider absolut nichts für mich bei rausgekommen an Essen. Und deshalb habe ich jetzt einfach einen absoluten Fraß und muss jetzt dieses unfassbar leckere Frühstück in mich reinzwängen. Ja, aber es geht eigentlich wirklich. Nur ich würde nicht mein ganzes Leben lang auf Industriezucker verzichten wollen. Also ich freue mich schon auf Montag, wenn ich dann lauter ungesunde Sachen in mich reinstopfen kann. Jetzt als Abendessen die Parmesannudeln, die Mariana auch auf der Fresskolumne hat. Also das Rezept findet ihr bei move36.de und ich verlinke es euch nochmal unten. Wir trinken jetzt noch einen Tee und ich muss sagen, ich gönne mir jetzt ein bisschen Honig in meinen Tee, weil ich einfach seit Tagen das einzig Süße, was ich hatte, sind Bananen und Mangos. Und Honig ist ja in dem Sinn kein Industriezucker. Ich hatte zwar eigentlich gesagt, dass ich halt weitestgehend darauf verzichten möchte, aber es ist nun mal kein Industriezucker und ich werde es ja auch nicht übertreiben. So, gerade habe ich festgestellt, dass die sehr verehrte Marlina Sternberg von Move36 gesündigt hat. Und zwar hat sie sich dem Zucker hingegeben. Das sehen wir auch hier. 17%, also doch eine ganz schöne Menge. Und jetzt frage ich sie doch einfach mal. Marlina, die Challenge, die ist leider vorbei. Nein, das ist Honig, das ist natürlicher Zucker. Ja, genau. Also hier nochmal der Beweis. In Milch steht auch drauf, dass Zucker drin ist. Genau. Und es ist keiner drin. Die Kuh trinkt Milch, das haben wir gerade festgestellt. Es stimmt nicht. Die zuckern doch nicht noch Honig, der aus dem Bienenstock kommt. Bitte dich. Gut, also da gebe ich jetzt an die Redaktion von Move36 weiter, die das Ganze dann nochmal, dem Ganzen nochmal nachgeht. Morgen, es ist Tag 5, bevor ich an die Arbeit gehe, mache ich mir noch einen Smoothie mit Banane, O-Saft und Himbeere. Ich habe jetzt hier noch Quark mit Mango und Chiasamen zum quasi zweiten Frühstück. Weil ich ein absolut unersättlicher Mensch bin, gibt es jetzt noch Reste von gestern. Es ist leider nicht so viel. Genau, und das Rezept findet ihr bei uns auf der Seite. Das ist die Fulda Karnevalsgesellschaft vorne im Foyer zu Gast und da gibt es ganz, ganz viele Laugengebäckssachen und Cola, Radler, sowas alles. Und ich musste gerade davor ein Foto machen und es war einfach richtig gemein, weil dieser ganze Raum riecht einfach nur noch nach Laugengebäck. Ja, deshalb bin ich auch schnellstmöglich wieder abgehauen, weil das ist einfach, ich wurde fast wurde ich schwach. Es war nicht zum Aushalten. So, für mich gibt es jetzt, weil es so extrem geil schmeckt und ich noch Nudeln übrig hatte, nochmal genau das gleiche wie heute Mittag und gestern Abend. Ja, ein bisschen langweilig, aber es schmeckt echt verdammt gut. So, heute ist Tag 6. Ich habe ein bisschen Bier gekauft, weil das quasi das einzige an Alkohol ist, den ich heute trinken kann. Klar, ich könnte auch noch Wodka mit irgendwie Sachen trinken, aber ich glaube, auf der Feier, wo wir heute hingehen, da haben die nicht unbedingt dann O-Saft ohne Zucker. Aber laut dem Reinheitsgebot ist Bier in Ordnung. Ja, ansonsten werde ich den ganzen Abend nichts mehr essen, außer vielleicht noch eine Mango und eine Banane. Und dann ist morgen der letzte Tag und ich freue mich schon mega auf Montag, um mir dann ganz viel ungesunde Sachen einzuverleiben. Ich bin jetzt nach dem Turner Maskenball in meiner Heimat wieder angekommen quasi. Und ich muss leider sagen, die Veranstaltung hat das Projekt Zuckerfrei gekillt. Weil es tut mir leid, ich bin halt einfach kein Faschings-Fan. Ich verkleide mich gerne, aber diese ganze Faschingsmusik etc. finde ich zum Kotzen. Und es ist halt einfach nicht zum Aushalten, ohne ein bisschen was zu trinken. Ja, deshalb, ich wusste natürlich nicht, ob der O-Saft zuckerfrei ist etc. Ja, aber morgen geht es dann gewohnt weiter am letzten Tag. Aber trotzdem bin ich irgendwie ein bisschen gescheitert. Aber einfach nur an einer fucking Faschingsveranstaltung. Das ist traurig. Ich bin von den Toten wieder auferstanden und meine Oma hat mir gerade, danke, Apfelpfannkuchen gemacht. Yay, nur leider ohne Zucker. Eine Woche ohne Zucker ist jetzt endlich rum. Es ist Montag, Rosenmontag. Ich habe gerade meinen ersten Crêpe gegessen mit ganz viel Zucker und es war wahnsinnig geil. Ja, ich muss ja noch irgendwo ein Fazit ziehen. Ich bin ja leider am Samstag kläglich gescheitert abends. Das heißt, ich habe quasi 6 Tage geschafft. Ich muss sagen, gestern habe ich das dann auch noch versucht mit den Pfannkuchen und sowas. Aber ja, abends habe ich dann doch
nicht auf die Gemüsebrühe quasi für das, was ich gekocht habe, verzichten wollen. Da ist leider auch Zucker drin und das war mir dann aber auch herzlich egal, um ehrlich zu sein. Es ist eigentlich eine coole Sache, so ohne Zucker. Und ich glaube, ich werde auch öfters versuchen, halt ohne Zucker zu kochen, weil, naja, was man so da über Industriezucker liest im Internet, ist halt einfach nicht so schön. Es ging aber wirklich viel besser als gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so gut klarkomme, weil ich wirklich eigentlich so, oh, ich brauche Zucker, Süßigkeiten, so eine Person bin. Und ja, Kopfschmerzen etc. habe ich auch nicht bekommen, weil ich darauf verzichtet habe. Also es geht schon klar, aber ich bin halt einfach eine Person, ich möchte mich beim Essen nicht einschränken müssen, weil ich einfach wahnsinnig gerne und gut esse. Und ja, das heißt ja nicht, dass es ungesund ist, wie ich mich ernähre, aber Zucker in Maßen ist halt einfach schon was ziemlich Geiles.